Ja, herzlich willkommen mit Donner und Räuschel in Bewegung. Diesmal wieder an einem außergewöhnlichen Ort, nicht auf Sylt, sondern jetzt sind wir in Hamburg und trainieren fleißig fürs Drachenboot-Training. Ne? Die letzten Wochen waren wir richtig fleißig, Philipp, oder? Oh ja. Ja, wir haben einiges gemacht. Ja. Wir haben einige Trainingseinheiten hinter uns gebracht, haben gelitten, ja. Haben wirklich gekämpft, muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben definitiv auch probiert, das Beste rauszuholen, sprich die Teamkonstellation, die Zusammenstellung im Boot einige Male anzupassen, um zu gucken, wie wir eigentlich die meiste Leistung bringen. Morgen treten 15 Teams gegeneinander an und wir gucken mal, wie wir uns morgen schlagen. Das wird auf jeden Fall gut. Ich glaube, es wird spannend zu sehen, wie so ein Team da mal kämpft und vor allen Dingen dann auch die verschiedenen Rennen sich einfach mal ein bisschen anzusehen, ja, und einfach mal zu gucken, was da eigentlich hintersteckt. Wir reden am Ende ja nur in Anführungszeichen über 200 Meter, richtig? Ja, genau. Also 200 Meter. Wir starten beim Alex und fahren bis zur Lombardsbrücke. Ja. Dann drehen wir das Boot und von der Lombardsbrücke bis zum Alex zurück Vollgas. Genau, da gibt's auf dann das Schnelligkeit. Rennen. Und das schnellste Boot gewinnt. Ja, jetzt bei uns Jannis Maus. Herzlich willkommen. Wir haben ihn ja schon fleißig gesehen in der Folge, wo Kiten und Yoga angesagt war auf Sylt. Und jetzt heute beim Drachenbootrennen bei uns mit dabei. Und es gab ja so ein bisschen, Philipp, Positionswechsel und gerade so erste, zweite Reihe, richtig, Schnelligkeit. Vielleicht magst du noch mal erklären, wo da der Unterschied auch ist und worauf auch geachtet werden muss, gerade so in der ersten und in der zweiten Reihe. Ja, also unser Jannis sitzt in der ersten Reihe, vorne rechts. Jo. Ich sitze tatsächlich dahinter. Und wir haben Jannis nach vorne rechts gesetzt, weil Jannis Power hat und die Mannschaft ziehen muss. Und wie fühlt sich denn für dich an, wenn du da vorne so sitzt? Ja, ganz vorne ist natürlich immer ein besonderes Gefühl, ja. Als Taktgeber da wirklich eine Schlagfrequenz hochzubringen. Die ersten 20 Schläge, weiß ich noch, vom letzten Training, die ersten 20 Schläge hochziehen und dann wirklich den Takt halten, die ganze Mannschaft mitziehen. Einerseits motivationsmäßig, aber auch powermäßig, dass wir da bis ins Ziel durchziehen können. Ja, Jannis hat, um wirklich maximale Motivation auch auf meine Seite zu geben, mir immer das ein oder andere Mal ordentlich Wasser hinten reingeschüttet, sodass ich auch was davon hatte. Also das ist Quatsch. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du bist unsere Hoffnung. Ja, also alles lastet gerade mit auf dir, auf deinen Schultern. Okay, ja, wir kriegen das zusammen in der ersten Reihe. Also schön weit vorne eintauchen. Ich probiere dich mal nicht ganz so nass zu machen, es sei denn, ich merke, du ziehst nicht richtig mit. Dann kriegst du einmal einen hinterher, eine kleine Dusche und dann geht's weiter. Cool. Super. Wir sind gespannt. Jetzt sind wir hier nochmal am Steg. Matthias neben uns. Und ihr beide fahrt ja so ein bisschen zusammen und seid unser Ruhepol und unsere Dynamik. Beides. Philipp fährt und ich koche. Ihr braucht auch einen Smoothie an Bord. Die zweite Reihe ist richtig gut, da gibt es immer leckeres Essen. Also falls ihr vorbeikommen wollt, in der zweiten Reihe seid ihr gut aufgehoben. Das wird super. Nachhaltige Energieversorgung ist voll wichtig beim Sport. Ich finde das super. Ich weiß für mich, ich sitze genau richtig. Wir beide versuchen in der zweiten Reihe morgen mal die Synchronität von Nadine und dem Jannis aufzunehmen. Und wie ist es für dich, wenn du hinter Nadine sitzt? Performt sie gut? Also ich frage das jetzt mal so, du siehst das ja sehr direkt. Doch, ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel aufpassen muss, den Schlag aufzunehmen. Ja. Da ist schon ein ganz schöner Wind da vorne. Ja, ja. Und Druck auch. Und deswegen sind wir ja so erfolgreich beim Training. Jetzt müssen wir es nur umsetzen. Ne? Was? Also ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Das ist sehr richtig, ja. Es geht sozusagen jetzt in die Endtrainingsrunde bis einen Tag vorm Wettkampf. Wie ist so dein Gefühl auf dem Wasser? Du liebst ja Wasser, du bist ja mit Windsurfing groß geworden sozusagen. Gegen den Wind war ja deine Serie, dein Glück. Und jetzt auf dem Wasser hast du bestimmt ein Riesenfeeling, oder? Ja, es fühlt sich gut an, das Wasser im Allgemeinen und vor allem so eine Gruppe, weil die Synchronität, das ist, glaube ich, morgen das Entscheidende. Also, dass wir alle synchron sind. Das beste Stichwort. Und da hilft natürlich dann auch ein wenig Yoga. Ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber weil das ist ja alles Wahnsinn, Sportler, wenn du dir anschaust, was die für Bizeps haben, da komme ich mit meinen Oberschenkeln noch nicht mal hin. Das Bewusstsein muss vorgeweckt werden. Das heißt, wenn wir aufs Boot gehen, dass wir ganz klar sind. Mhm. Und dann draußen auf dem Wasser, dann gibt es eigentlich nur quasi die Synchronizität abzunehmen, auf den Vordermann zu achten
auf dem Pappelschlag, ja, da ist die Konzentration. Da passiert das Atmen von automatisch. Das ist doch pur. Ja, das stimmt. Das können wir im Theater spielen. Wenn du auf die Bühne gehst, du musst dich vorher ganz klar machen, mit allem, mit dem ganzen Körper, mit dem Bewusstsein, mit der Atmung. Und dann, wenn du rausgehst, dann... Das heißt also, morgen holen wir auch so ein Stück weit über Atmung mit der Mannschaft uns das Bewusstsein, bevor wir ins Boot gehen. Das kriegen wir hin, oder? Ja, mit eurer Hilfe auf jeden Fall. Ich helfe dir gerne. Ihr seid ja jetzt schon jung. Ich helfe dir gerne. Wir machen das morgen. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen was vor morgen. Wir hatten einige Trainingseinheiten. Wie fühlt ihr euch denn aktuell so in Bezug auf das Training? Vivian, magst du anfangen? Was ist so dein Feeling? Bist Sehr du fit? Gut. Hast du ein gutes Wassergefühl? Wie waren so die ersten Einheiten für dich? Die ersten Einheiten? Mhm. Spannend. Ja. Und intensiv. Mhm. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist so unterm Strich was das Wichtigste an der ganzen Sache ist. Wahrscheinlich, Und auch dieses Gefühl, wenn alle im Rhythmus sind und alle synchron, das ist schon cool. Das ist auf jeden Fall cool. Auch eines der schwersten Dinge, die wir erreichen müssen. Synchronität und dann entsprechend den Vortrieb. Dominik, wie war das für dich? Die ersten Einheiten, fandest du schwer, die Technik auch hinzubekommen? Dieses lange Vorlehnen, den Zugarm, den Druckarm, das alles richtig zusammenzubringen? Was war das für ein Feeling für dich? Ich brauchte die Hälfte der ersten Trainingseinheit, um mal diesen, sozusagen den Rhythmus besser gemacht. So, ja. Man sieht schon gerade. Du sitzt das, links? Ich sitze rechts. Rechts, okay. Okay, ja. Okay, genau. Um den überhaupt mal so in den Fluss zu bekommen und zu merken, wie ist Zug und Druck, wie muss man das machen. Aber als es dann funktioniert hat, fand ich, war es ein sehr erhebendes Gefühl und hat total viel Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich mich auf jedes weitere Training gefreut. Cool, cool. Also ich glaube, dass die Motivation hoch ist. Das heißt, morgen liefern wir richtig ab, oder? Auf jeden Fall, Attacke, oder? Attacke. Na dann. So, neben mir Tim und Christoph und ihr seid für den zweiten Schlag, für die zweite Truppe zuständig. Und es ist gar nicht so leicht, hinten im zweiten Schlag die Synchronität von vorne mit aufzunehmen, so dass wir auch richtig schön Schnelligkeit und Zug ins Boot bekommen, oder Tim? Also man sieht halt von hinten immer ganz gut so die 4-5 Reihen vor uns, wie die dann immer wieder aus dem Schlag kommen. Und dann ist für uns schwer, an wen orientieren wir uns, weil wenn der vor mir natürlich aus dem Schlag ist, zu dir ganz vorne, haut das natürlich alles überhaupt nicht mehr hin und das ist dann echt, da wird es problematisch. Okay, und jetzt noch einmal nett. Genau, dafür ist Christoph zuständig. Also nette, du bist der Erste, der fürs Nette ist Christoph zuständig. Nichts Nettes sagt. Also der Trainer hat es ja vorgestern ganz, ganz deutlich formuliert, wenn wir jetzt mehr Erfahrung hätten, würden wir es im Hintern spüren, den Rhythmus. Ne? Da brauchen wir nicht mehr gucken, nicht mehr denken, wir müssen auch gucken. Selbst von der Mitte vom Schiff aus ist es noch schwierig, deinen Rhythmus vorne richtig zu sehen, ne? Weil man einfach verdächtig ist. Also ihr müsst es fühlen. Wir müssen es fühlen. Ihr müsst wir es sind fühlen. Aber schon ganz gut dabei. Also ich finde, wir beide harmonieren super. Also das passt perfekt. Ja, und dann wird es halt manchmal geht's durcheinander. Genau, denkt dran, ihr seid der zweite Schlag. Das heißt, ihr müsst die hinter euch führen. Ja. Und umso besser ihr den Schlag von uns vorne aufnimmt, umso besser könnt ihr die hinten auch rannehmen. Ja. Also, wenn wir funktionieren, gewinnen wir das schon. Wir gewinnen das Ding. Wir schaffen das. So, jetzt haben wir Tobi frisch eingeflogen aus dem Süden und trainiert fleißig heute mit uns. Du bist schon so ein Drachenboot gefahren. Das haben wir ja schon in der einen Folge gehört. Bist du aufgeregt? Nee, überhaupt nicht. Ich komme gerade aus dem Höhentrainingslager extra für das Drachenbootrennen. Es ist ja so ähnlich wie unsere Bewegung auch am Schlitten, nur einseitig und ich denke, dass ich das ganz gut mache. Ich bin schon mal Drachenboot gefahren und ich freue mich drauf. Cool. Cool. Da sind wir richtig gespannt, welche Platzierung. Du sitzt bei uns mit vorne und wir gehen jetzt gleich ins Training und gucken, dass wir synchron miteinander fahren und richtig Kraft und Schnelligkeit in das Boot kriegen. Mit dir heute wollen wir übers Wasser schweben. Ja, wir müssen ins Gleiten kommen. Ja, finde ich super.
Wir gucken ja quasi hier oben aus unserem Studio über die Binnenalster und auf das Drachenbootrennen. Da muss man sagen, das ist schon das Highlight. Ist, glaube ich, die letzte Veranstaltung, die noch zulässig ist in der, auf der Binnenalster. Ich glaube, wir sind der letzte Rest des Schützenfests sozusagen, wofür wir der Stadt wahnsinnig dankbar sind. Gelerntes Event. Wir wollen es natürlich weitermachen. Also jeder, der auch dann Lust hat, uns dann zu unterstützen, egal ob Binnen- oder Außenalster, für uns ist das ein wichtiges Event, um den Zweck zu erfüllen. Also ich finde, das Gute an solchen Themen ist natürlich, die wirken natürlich für den guten Zweck, aber die wirken natürlich auch nach innen. Also Leidenschaft, wir haben ja auch Donnerhäuschel in Bewegung, wir haben Donnerhäuschel mit Leidenschaft, wir haben viele solcher Themen. Und ich finde, das ist eine tolle Gelegenheit, um im Team auch Kollegen, die sich sonst nicht sehen und jetzt vor allem nach 2 Jahren Pandemie, ja, dass sie zusammen am gemeinsamen Ziel arbeiten. Ja. Und Sie werden sehen, lieber Herr Stich, wir werden ganz vorne mit dabei sein und werden da abräumen. Das wünsche ich mir, solange Sie hinter uns bleiben, aber das ist okay. Ja, schauen wir mal. Aber genau das, was Sie sagen, das war auch mit einer Gründe, warum ich es damals initiiert habe, weil es genau diese Teambuilding-Maßnahme hat. Und das, man muss das sagen, jeder, der noch niemals Drachenboot gepaddelt ist oder gefahren ist und es mal machen will, wird feststellen, man kommt wirklich nur am schnellsten ins Ziel, wenn 18 Menschen gemeinsam miteinander arbeiten. Und wenn da einer ausschert, dann läuft das nicht rund. So, also von da dieser Teamgedanke wirklich ein unheimlich positiver, gepaart damit, dass es einfach irre Spaß macht. Sagen, ich bin mega begeistert. Also ich war zwar sicher, ihr holt den ersten, aber auf der anderen Seite muss ja auch noch ein Spannungsbogen bleiben für nächstes Jahr. Nächstes Jahr, habe ich eben schon gesagt, sind wir wieder mit dabei und dann werden wir allen anderen quasi in unser Rücklicht, da machen wir mal eins dran, werden wir dann zeigen und laufen dann mit unserem Drachenboot als erster durch die Ziellinie, oder? Ja, die Stimmung war auf jeden Fall gut und halbe Sekunde fast hätten wir den ersten Platz geholt und wir haben echt ein grandioses Team. Ich will das einmal auf die Bühne holen. Tobi, wie war es für dich auf dem Boot heute? Ja, um ehrlich zu sagen, eigentlich wie beim Rodeln, 1/1000 auf Platz 1. Also ich kenne sie mal nur andersrum, was die 1/1000 hinter mir sind, aber es sind Abstände wie beim Rodeln gewesen, also ich habe mich wohlgefühlt. Ich bin ein Stenkerer, ich bin aus Westfalen. Ich finde, wenn uns 1/1000 am Ende fehlen, ich finde das mega ärgerlich. Ich bin ja unzufrieden mit und hätte das gewinnen müssen. Also ich finde ja, jedes große Boot muss einen ordentlichen Smoothie an Bord haben. Dementsprechend war das klar, dass ein Koch ins Boot muss. Und wir haben ja auch, ich meine, ein Zehntelstel, das ist jetzt bei der Kocherei, das ist so eine Prise Salz, die fehlt. Ja, das kommt noch. Ja, die Suppe ist nächstes Jahr, steht das. Ja, großartig. Also meine Stimme ist langsam, geht langsam. Ich habe jetzt also aus der Mitte nach vorne gebrüllt und versucht. Ich habe schon Dirk gesagt, wir hatten in der Mitte die tolle Position, die hinter uns zu ziehen und die vorne zu schieben. Wir hatten eine mega Teamstimmung heute. Ich war vor allen Dingen sehr überrascht, dass das heute auch alles dann so gut zusammengekommen ist. Einfach der Spirit, den wir hatten, der war einfach Wahnsinn. Also vielen Dank auch mal an euch nochmal. Danke. Die Großen der Bank sind immer gute Leute und deswegen war auch klar, dass wir klappen. Aber ich muss auch sagen, wir hatten dich ja auch vor kurzem hier bei uns zu Gast. Das Mentale ist auch unheimlich wichtig für den Erfolg. Und wir fördern das ja auch mit Donnerhäufel in Bewegung. Und da kann man, glaube ich, dann auch noch, wenn alle in der gleichen Richtung unterwegs sind, gute Ernährung, gut kochen. Und werden wir nächstes Jahr garantiert den ersten Platz abräumen. Also insofern vielen Dank und bitte weiter mitmachen. Ja, so.